Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Makramee-Anleitung. Ich bin Flo und zeige dir heute, wie du dieses regelmäßige, verschlungene Armband mit Perlen selber knüpfen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Video. Um das Armband knüpfen zu können, brauchst du zwei Fäden der Länge 80 cm in Beige, sowie weitere zwei Fäden der Länge 80 cm in Türkis. Hier ganz unten siehst du dann noch vier weitere Fäden der Länge 1 Meter, ebenfalls in Beige. Und bei den Messingperlen brauchst du vier Stück mit Durchmesser 3,8 mm, wo zwei Fäden gleichzeitig durchpassen müssen, sowie 30 kleine Messingperlen mit Durchmesser 2,5 mm, wo es reicht, dass ein Faden durchpasst. Die exakten Materialien, die ich hier verwende, inklusive der Farbnummern für das Garn, habe ich dir natürlich wie immer in der Beschreibung verlinkt. Du beginnst nun zunächst damit, dass du dir die zwei Fäden der Länge 80 cm in Türkis genau mittig greifst und die eine Hälfte im Klemmbrett einspannst. Links und rechts daneben kommt jetzt jeweils ein Faden der Länge 1 Meter, ebenfalls natürlich wieder genau mittig. Dann auch wieder links und rechts daneben jeweils einen weiteren Faden der Länge 80 cm. Und zu guter Letzt ebenfalls wieder einen links und einen rechts der Länge 1 Meter. Das Ganze sollte jetzt also komplett symmetrisch sein und wir fangen in der Mitte bei den beiden türkisen Fäden an. Du legst dir den rechten über den linken, hältst diesen straff als Haltefaden und der jetzt nach rechts unten rausschaut, der ist der Arbeitsfaden, der jetzt hier einen ersten Rippenknoten um den anderen drumherum schlägt. Die nächsten drei Bänder hier führst du unter dem Türkisen drunter durch, hältst das Türkise weiter straff und machst diese nacheinander daran fest. Achte dabei, wie gesagt, gut darauf, dass du die Reihenfolge einhältst und nicht aus Versehen die Bänder verwechselst. Auf der rechten Seite natürlich genauso, also den Türkisen straff halten und die drei daran festmachen. Auf die beiden äußersten beigen Bänder kannst du dir jetzt jeweils eine kleine Messingperle fädeln. Schauen wir uns zunächst die linke Seite einmal genauer an. Du hast jetzt hier noch zwei Bänder rausschauen, von denen nimmst du das Innere, führst dieses unter dem Äußeren hier drunter durch. Das hier wird dein Haltefaden und der hier runter rausschaut, wird dein Arbeitsfaden, der eben zweimal von dieser Seite als Rippenknoten sich drumherum legt. Dann das Band, wo die Kugel drauf ist. Das legt sich hier darüber. Und der Faden, der hier rauskommt, wird straff gehalten und mit dem, wo die Perle jetzt drauf ist, umknotet. Dann schaut hier jetzt noch unter der Perle der zweite Faden raus und dieser legt sich um den Türkisen, also von dieser Seite zweimal drumherum. Dann den Faden, der hier rauskommt, auch an dem Türkisenband festmachen. Schauen wir uns das auf der rechten Seite auch nochmal an. Also auch hier hast du wieder zwei Bänder, wobei dieses hier straff gehalten wird, das andere sich einmal drunter durchlegt und dann als Arbeitsfaden von dieser Richtung hier zweimal drumherum legt. Auch hier wieder das Band, wo die Perle drauf ist, über
das, was du eben benutzt hast, drüber weglegen. Und dann den Faden, der hier herauskommt, über den mit der Kugelperle legen und von diesem umknoten lassen. Auch auf dieser Seite schaut jetzt wieder ein Faden unter der Perle raus und dieses legst du um den türkisen Faden, also den türkisen einmal darüber weglegen und das, was unter der Perle rausschaut, an dem türkisen Faden mit einem Rippenknoten befestigen. Dann auch das Band, was hier in der Mitte ist, unter dem türkisen drunter durchführen, das türkise weiter straff halten und von dem beigen zweimal umknoten lassen. Um die ganze Form dann wieder Richtung Mitte zu führen, erstmal auf der linken Seite wieder das Türkise hier über den letzten beigen Faden legen und diesen wieder daran festmachen. Und auf der anderen Seite natürlich analog und spiegelverkehrt. Jetzt ist es wieder soweit, die beiden Türkisen miteinander zu verbinden, analog wie hier oben. Also den rechten hier wieder über den linken legen, als Haltefaden straff ziehen und den, der jetzt nach rechts unten rausschaut, als Arbeitsfaden zweimal drumherum knoten. Wir bleiben auf der linken Seite. Den ersten beigen, der hier rausschaut, der knotet sich jetzt um das linke türkise Band. Und mit diesen beiden müssen wir noch etwas tun, die sind sonst zu weit entfernt. Und zwar nimmst du den äußersten hier, führst den unter dem inneren drunter durch, hältst diesen hier straff, knotest es zweimal drumherum. Dann das Ganze wieder drehen und von der anderen Richtung umknoten. Jetzt diesen Faden hier zuerst unter dem türkisen drunter durchführen. Und erneut mit einem Rippenknoten befestigen. Und auch den äußersten türkisen auf die gleiche Weise festmachen. Auf der rechten Seite sieht das Ganze natürlich ganz ähnlich aus. Den türkisen nach rechts außen legen, das erste beige, was darunter rausschaut, gleich direkt daran festmachen. Und dann mit diesen beiden, die hier sind, wieder den äußeren unter dem anderen drunter durchführen, den hier straff halten, zweimal umknoten lassen. Dann die Richtung kreuzen und von der anderen Seite umwickeln. Auch diesen dann gleich als erstes wieder an dem türkisen befestigen. Und dann den äußersten beigen an der gleichen Linie festmachen. Jetzt hast du hier die gleiche Ausgangssituation wie hier oben. Und auf den ganz äußersten linken und auf den ganz äußersten rechten kommen jetzt die nächsten beiden Perlen. Schauen wir uns das Ganze nochmal zusammen an. Du nimmst jetzt diesen hier aus der Mitte, legst ihn unter dem nächsten linken drunter durch, hältst diesen hier straff und umwickelst ihn. Dann die Kugel wieder auf Anschlag schieben, über dieses Band hier drüber weglegen, das kommt also nach links außen, und dann der Faden, der hier rausschaut, den lässt du wieder umknoten von dem, was aus der Kugel rausschaut. Pass auf, dass die Kugel dabei nicht hochrutscht. Dann wieder das, was hier unter der Kugel drunter rausschaut, an dem Türkisen befestigen. Und
und gleich das nächste hier ebenfalls daneben. Auch dieses Band hier ebenfalls drunter durch und an der türkisen Linie festmachen. Und dann schauen wir auch nochmal auf die rechte Seite. Von diesen beiden hier wieder den inneren nehmen, unter dem anderen drunter durchführen, den hier straff halten und zweimal umknoten lassen. Dann wieder den Faden, wo die Perle drauf ist, über diesen anderen hier drüber wegführen und den, der jetzt ganz in der Mitte noch rausschaut, über das mit der Perle führen und straff halten und das mit der Perle wieder da dran festmachen. Auch auf dieser Seite wieder der eine Faden, der unter der Perle rausschaut, der wird an der türkisen Linie festgemacht. Und dann das Ganze hier wieder Richtung Mitte geführt. Schauen wir uns hier auch nochmal ganz das Ende an. So wie wir das hier die letzten zwei Male schon gemacht haben, wieder das rechte von den Türkisen über das linke legen, straff halten und das, was jetzt auf der rechten Seite ist, als Arbeitsfaden zweimal daran festmachen. Dieses Pattern führst du jetzt so lange durch, bis insgesamt 14 dieser kleinen Perlen eingeknüpft sind, also insgesamt 7 Mal, das heißt jetzt noch weitere 5. Wenn du das Ganze noch nicht auswendig kannst, dann spring doch einfach im Video zurück zum Anfang und schau dir das Ganze nochmal an. Ich mache das jetzt hier nicht nochmal im Detail. So, an dieser Stelle kannst du jetzt sehen, das ist der Teil, den wir noch gar nicht geknüpft haben. Hier siehst du, sind die Bänder schon deutlich kürzer geworden und hier sind jetzt 7x2, also insgesamt 14 Perlen verknüpft. Die beiden ganz äußeren hier, die kannst du dir zur Seite legen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und dann nimmst du den zweiten hier von der linken Seite, machst den wieder an dem Türkisen fest. Je weiter du dir das oben einspannst, umso einfacher arbeitet es sich. Und dann hier den kleinen, der noch drunter rausschaut, auch diesen hier mit befestigen. Dann kannst du hier die Richtung kreuzen. Den hier zur Seite legen und auch auf der anderen Seite den, wie gesagt, zur Seite legen, diesen hier unter dem Türkisen drunter durch und zweimal daran festmachen und dann den verbleibenden Faden hier auch an der gleichen Linie befestigen. Dann hier auch wieder die Richtung kreuzen, das Ganze Richtung Mitte führen. Und dann auf diese beiden Türkisen hier die erste größere Messingperle drauffädeln. Ich empfehle dir hier nacheinander die Bänder durchzufädeln und nicht beide gleichzeitig, weil das deutlich einfacher geht. Den Türkisen hier wieder Richtung Mitte führen, das erste Band, was aus der Kugelperle rauskommt, an diesem wieder befestigen und analog dazu auf der linken Seite das Ganze wiederholen. Hier wieder das rechte über das linke legen, straff halten und der Faden, der jetzt unten rechts rausschaut, der legt sich als Arbeitsfaden um den anderen drumherum. Jetzt auch wieder hier die beiden äußersten ignorieren und dann hier den linken beigen an der linken türkisen Linie festmachen. Und den rechten beigen an der rechten türkisen Linie festmachen. Dann auf diesen hier die
Nächste kleine Messingperle fädeln. Wieder das andere hier unter der Kugel drunter durch. Das Türkise über den Faden, wo die Kugel drauf ist. Und das Ganze hier dran wieder festmachen. Als Abschluss Diamantform. Dann der Faden, der unter der Kugel rauskommt, der wird wieder an der linken türkisen Linie festgemacht. Und dann wieder die beiden zusammengeführt, indem sich zunächst das, was von rechts kommt, nach links legt, straff gehalten wird und wieder von dem anderen umknotet wird. Zum Abschluss kannst du noch die beiden türkisen Fäden miteinander verdrillen. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir jetzt hier aber nicht im Detail. Da kannst du oben rechts dem Link folgen und dir nochmal mein Basic-Tutorial anschauen, falls du nicht wissen solltest, wie das genau geht. Wenn du eine Länge von ungefähr 7 cm erreicht hast, kannst du aufhören und das Ganze in einem Überhandknoten zusammenfassen. Dann kannst du die beiden Fäden nach dem Knoten durch die Abschlussperle führen, die Perle auf Anschlag schieben und die beiden Fäden hier miteinander nochmal verknoten. Das Ganze ungefähr 2 bis 3 Mal. Und alles, was auf dieser Seite noch fehlt, ist jetzt natürlich hier diese losen Enden abzuschneiden und mit dem Feuerzeug anzuguckeln. Ich empfehle dir dazu, das Ganze auf die Rückseite zu drehen, dann sieht das Ergebnis meistens besser aus. Genau das gleiche, was du auf dieser Seite gemacht hast, machst du jetzt natürlich noch hier mit den verbleibenden Fäden, also wieder 7 Reihen a 14 Messingperlen, damit das Ganze genauso lang wird wie auf der ersten Seite. Wenn du fertig bist, sollte dein Armband nun so aussehen. Nur zur Information, das Armband hat jetzt hier ungefähr eine Länge von 17 cm. Es kann gut sein, dass das für dich zu lang ist und du kannst rechnen ungefähr. Jedes Stück, wo so eine Perle drauf ist, ist ungefähr 1 cm. Das heißt, wenn du zum Beispiel nur 15 cm brauchst, dann nimmst du einfach 4 Perlen weniger und ja, eben hier zweimal das Ganze weniger, dann hat es die richtige Länge für dich. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, wünsche dir alles Gute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn dir das Ganze gefallen hat und falls du noch kein Abonnent bist, dann kannst du das hier auf der rechten Seite mit einem Klick ändern, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, mach's gut und bis zum nächsten Mal.